In der alttestamentlichen Lesung des heutigen Sonntags, da sind die Israeliten auf ihrem Weg durch die Wüste und Mose ist der Vermittler zwischen dem Volk Israel und Gott. Lasst uns aufstehen und hören, was im 19. Kapitel des Buches Exodus geschrieben steht. Am dritten Neumondstag nach dem Auszug der Israeliten aus Ägypten kamen sie in die Wüste Sinai. Sie waren von ihrem Lagerplatz bei Rephidim dorthin aufgebrochen und schlugen nun ihr Lager vor dem Berg Sinai auf. Mose stieg zu Gott auf den Berg. Der Herr rief ihm vom Berg aus zu: Sag dem Volk Israel, den Nachkommen Jakobs, ihr habt gesehen, wie ich an den Ägyptern meine Macht erwiesen habe. Und ihr habt erlebt, dass ich euch getragen habe wie ein Adler seine Jungen. Ich habe euch wohlbehalten hierher zu mir gebracht. Wenn ihr mir nun treu bleibt und auf mich hört, sollt ihr mein ganz persönliches Eigentum sein unter allen Völkern. Die ganze Erde gehört mir, ihr aber sollt ein Volk von Priestern sein, das mir ganz zur Verfügung steht und mir ungeteilt dient. Das sollst du den Leuten von Israel sagen. Liebe Gemeinde, was haben wir da gerade gehört? Was lässt Gott dem Volk Israel über seinen Mittelsmann Mose ausrichten? Ihr habt gesehen, wie ich an den Ägyptern meine Macht erwiesen habe. Und ihr habt erlebt, dass ich euch getragen habe wie ein Adler seine Jungen. Worauf spielt Gott hier an? Auf den Exodus. Auf den sogenannten Exodus, das Ereignis, das bis heute in der jüdischen Religion von überragender Bedeutung ist und zugleich auch für unser Gottesbild. So, mit einem Bezug auf den Exodus beginnen übrigens auch, das haben wir meistens gar nicht so vor Augen, die 10 Gebote, ein Kapitel später schon. Da heißt es nämlich im ersten Vers wie folgt: Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Die 10 Gebote, na, die heißen doch Gebote, die beginnen gar nicht mit einem Gebot. Kein du sollst oder du musst oder tu doch bitte oder ein Verbot. Sie beginnen anders mit einer Selbstvorstellung Gottes, Jahwes. Und die erfolgt nicht irgendwie, diese Selbstvorstellung, nicht losgelöst. Nein, Gott definiert sich an dieser Stelle, am Berg Sinai, dem Volk Israel gegenüber, über eine Beziehung. Selbstdefinition über Beziehung. Über seine Beziehung, nämlich zum Volk Israel und genauer durch den Exodus. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland der Knechtschaft geführt habe. So steht es zu Beginn. Und so wichtig ist diese Selbstpräsentation dem jüdischen Volk im jüdischen Glauben, dass dieser Satz allein das erste Gebot bildet. Nicht bei uns Protestanten, nicht bei den Katholiken. Wir ziehen die nächsten 2 Verse noch dazu. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir, du sollst dir kein Bildnis machen von mir. Fremdgötterverbot, Verbot, Bildnisverbot. Das ist im evangelischen und katholischen Glauben das erste Gebot. Im jüdischen Glauben ist das erste Gebot: Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Warum? Weil es eine fundamentale Erfahrung für das Volk Israel ist, um die es da geht. Eine alles verändernde Erfahrung mit Gott. Eine Grundwohltat, die Gott dem Volk Israel erwiesen hat. Ja, so hat Jan Assmann einmal formuliert, der Exodus ist der Beginn der Liebesgeschichte Gottes mit seinem Volk. Ja, und was macht ihn jetzt aus, diesen Exodus? Dass er eine Befreiung ist.
Der Auszug aus Ägypten, der Durchzug durch das Rote Meer, der Weg durch die Wüste, das ist ein Befreiungsgeschehen. Aus der Knechtschaft in die Freiheit, aus einer angstbesetzten, menschenunwürdigen, geknechteten Existenz unter dem Pharao, die das Volk Israel zu fristen hatte, hinaus in die Weite, in eine menschenwürdige, freiheitliche Lebensweise. Weg vom bloßen Überleben hin zum Leben. Wie tönt Mose vorher mal aus dem brennenden Dornbusch die Stimme Gottes entgegen? Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger habe ich gehört. Ich habe ihre Leiden erkannt. So spricht Gott und initiiert den Exodus und die Befreiung. Ich sehe also, Volk Israel, dass du leidest und will dich aus deinem Leid erlösen. Und diese Urerfahrung des Volkes Israel feiert jedes jüdische Kind und jede jüdische Familie bis heute am Pessachfest. Und sie ist auch für uns und unser Gottesbild von fundamentaler Bedeutung. Der Weg von der Knechtschaft raus und hinein in eine Existenz in Freiheit und Würde. Das stimmt mit unserem Gottesbild ganz und gar überein und zugleich mit unserem Bild auch von Jesus Christus. Haben Sie es vorhin mitbekommen, wie wir die Worte von Kurt Marti gesprochen haben? Jesus Christus, um weiter zu wirken für unsere Befreiung. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Lasst euch nicht wieder neu das Joch der Knechtschaft auferlegen. So heißt es im Galaterbrief, so schreibt der Apostel Paulus. Also, die Fundamentalerfahrung, befreit zu werden im Glauben, sie gehört zum Judentum wie zum Christentum dazu. Und was machen wir jetzt damit? Wir legen diese Befreiungserfahrung an unsere Welt und an unser Leben an. Wie einen Detektor für alle Unfreiheiten und Entwürdigungen von uns selbst oder anderen Personen, um aufzuspüren und festzustellen, die Stellen und die Orte, an denen Menschen unfreiheitlich und bedrängt und angstbesetzt nur im Modus des Überlebenswollens, des Dahinvegetierens, des vielleicht auch blinden sich selbst Erhaltens sind, oder aufzuspüren eben die Stellen, an denen wir in Freiheit und Würde leben können. Leben statt Überleben, so habe ich für mich die Kurzformel dieses Gottesdienstes gepackt. Drei Bereiche, um das zu veranschaulichen. Diesen Detektor anlegen müssen wir erstens in Politik und Gesellschaft. Und gerade mit Blick auf die Staatsform, in der wir leben, die Demokratie, die weltweit in der jüngeren Vergangenheit ja zunehmend unter Druck gerät. Ich habe in der letzten Zeit über einen Satz von dem 2015 verstorbenen ehemaligen Bundeskanzler Helmut Schmidt gestolpert, den ich sehr prägnant finde, über die Demokratie. Der lautet wie folgt: Ihre existenzielle Begründung findet die Demokratie in der Humanisierung des Umgangs mit der Macht. Also in der Vermenschlichung des Umgangs mit der Macht. Indem wir Regeln und Spielregeln, und zwar menschliche Regeln und Spielregeln für den Umgang mit der Macht finden. Und das passt zu dem Glauben an einen Gott, wie wir ihn haben, der den menschlichen Umgang mit jedem Menschen will. Deswegen brauchen wir einen menschlichen Umgang mit der Macht. Deswegen brauchen wir Mechanismen, die den Machtmissbrauch verhindern können, die den Schutz der unverlierbaren Würde eines jeden Menschen, jeder ist ein Kind Gottes, garantieren und die Freiheiten zu schützen helfen. Von Menschen ganz gleich welcher Schicht, Herkunft, Sprache, Kultur, welchen Geschlechts, welcher sexuellen Orientierung. Da stimmen die Grundüberzeugungen der Staatsform, in der wir leben, und unser christliches Menschenbild zutiefst überein. Und das aber das, nämlich dieser Schutz der Freiheiten in unserer Gegenwart, allzu oft mit Füßen getreten wird, davon lesen wir jeden Tag in der Presse. Davon
finden wir zahlreiche Belege. Und interessanterweise immer dann, wenn die Angst regiert oder mobilisiert wird, werden Freiheiten und Rechte von Einzelnen oder Gruppen ausgehöhlt. Die Angst vor der eigenen Schwäche, vor den Migranten, vor dem Verderben des eigenen Volks. Die Verbreitung von Angst mobilisiert blinde Selbsterhaltungsinstinkte und ermöglicht oft den Machtmissbrauch. Putin schürt die Angst vor dem vermeintlich degenerierten Westen, um größtes Unrecht zu legitimieren. In anderer, viel kleinerer, aber analoger Weise, weckt Ron DeSantis, der US-amerikanische Präsidentschaftskandidat in Florida, die Ängste vor einer vermeintlichen Angst vor einem vermeintlichen Sitten- und Werteverfall und lässt deshalb in den Schulen, viele von Ihnen euch haben es gelesen, Shakespeare-Stellen aus Shakespeares Werken verbieten, in denen es um Sex vor der Ehe geht oder in denen Männer in Frauenkleidern auftreten. Angst mobilisiert, macht unfrei. Oder schließlich ist da die israelische Regierung unter Benjamin Netanyahu, die den Überlebenswillen des Volkes und auch die Angst instrumentalisiert, um die unabhängige Prüfung von politischen Entscheidungen durch Gerichte zu verunmöglichen. Das ist ja die Entscheidung, die jetzt gerade so vielfach diskutiert wird und gegen die so viele Menschen auf die Straße gehen. Die Prüfung durch die Justiz aber ist ja ein Garant dafür, dass Machtmissbrauch vorgebeugt werden kann. Das müssen auch wir uns im kleinen Kämmerlein zu Hause, bei uns selbst, am Stammtisch, in Gesprächen oder mit Blick auf die politischen Agenden immer ganz klar vor Augen führen. Wer nach dem starken Mann oder der starken Frau, die endlich mal durchregiert, ruft, der singt zugleich das hohe Lied auf die Entmachtung der Gerichte. Und damit zugleich bricht er dem Bahn, dass Rechte und Freiheiten ausgehöhlt werden können. Also das als ein erster Bereich, wo wir den Detektor anlegen müssen für Freiheiten und Würde, wo es im Leben um Leben und nicht nur ums bloße Überleben wollen gehen muss. Ein zweiter Bereich, ganz anders, aber doch irgendwie analog. Unsere Kirche. Auch die Vergangenheit, liebe Gemeinde, kann uns gefangen nehmen und unfrei machen. Und so kommt es mir in dieser Zeit, in der wir leben, der Säkularisierung, mitunter immer mal wieder vor. In unseren Gemeinden, in der übergeordneten Kirche, evangelisch-katholisch, dass wir an dieser volkskirchlichen Vergangenheit klammern, um ihrer selbst willen. Dass wir unsere Gebäude und Räume aufrecht erhalten und behalten wollen, um ihrer selbst willen. Dass wir die Veränderung der Zahlen nicht ertragen können, dass wir feststecken. Und das ist irgendwie auch verständlich, so wie bei jedem Trauerprozess und bei jedem Verlust man eine Weile feststeckt und festhält und es nicht wahrhaben will, dass der, der da war oder das da war, nicht mehr ist. Aber doch, dann kommt die Notwendigkeit der Trauerarbeit und die Notwendigkeit, sich zu öffnen für einen neuen Weltbezug. Und wisst ihr, was ich in meiner Arbeit an allen Ecken und Enden erlebe? Das ist eine Berührbarkeit für die Fragen unseres Glaubens. Eine religiöse Sehnsucht und ja, auch eine Begeisterung. Die fängt in den Kindergartengruppen, die ich besuche, an, geht über die Konfirmandengruppen weiter, wenn wir zusammen in Freizeit sind. Und die erlebe ich eigentlich in jedem einzelnen Gespräch seelsorglicher Art. Ob das nun bei Taufen, Trauungen oder Trauerfeiern ist. Eine Berührbarkeit für den Gott, von dem wir da reden. Und das so viel Lebendigkeit, dass ich meine, lasst uns doch im Geiste dieser Lebendigkeit zusammen unsere Zukunft als Kirche gestalten. Ganz gleich, ob sich unsere Gebäude und unsere Zahlen ändern. Mir scheint Martin Luther, hervorragendes Beispiel geliefert, nicht? Einer seiner Schriften heißt ja von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche, überhaupt die Freiheitsschrift, das war auch sein großes Thema. Mir scheint, dass wir auch in unserer Kirche gut daran tun, zu fragen, wo wollen wir nur überleben und selbst erhalten, um unserer selbst willen am Alten festhalten? Wo erstarren wir? Und wo sind die Orte, an denen wir zum Leben kommen, frei
und würdig und beseelt und begeistert vom Glauben an diesen gütigen Gott. Politik, Kirche, drittens, jede und jeder Einzelne von uns. Auch da können, sollen wir den Freiheits- und Würdedetektor anlegen. Angst essen Seele auf. Das ist nicht nur der Titel eines eindrucksvollen Films von Fassbinder. Stimmt ja auch. Angst macht mich unfrei. Mein Inneres, mein Denken und mein Handeln und mein Befinden und Empfinden. Angst davor, eine Veränderung zu wagen. Angst davor, den Erwartungen der anderen nicht gerecht zu werden. Angst vor dem Tod. Natürlich. Als Einzelne, da sind wir doch oftmals auch, wer wäre es nicht, in irgendeiner Weise blockiert, gehemmt, gefangen. Und es wäre jetzt einfach und zu einfach, wenn ich sagen würde, streif doch alles ab. Lass doch die Erwartungen der anderen beiseite, steig aus. Du kannst doch die Prägungen deiner Psyche einfach abstreifen oder ausziehen wie ein Nachthemd. Oder deine Lebensumstände einfach so abgeben. Das wäre unterkomplex. Das ist mir schon klar, liebe Gemeinde. So leicht ist das nicht. Weiß Gott nicht. Aber was mich an unserem christlichen Glauben so sehr bewegt und begeistert, bis heute, wenn ich von Jesus Christus lese, der den Menschen, die keine Hoffnung mehr haben, die sich erstarrt sehen in ihren sozialen Gegebenheiten, Schichten und Kategorien, die ausgeschlossen werden von allen anderen als Zöllner, als Arme, als Kranke, als Obdachlose, als Prostituierte, dass der hingeht und ihnen Hoffnung macht. Dass er hingeht und ihnen Freiheit schenkt. Dass er hingeht und sie herauslöst aus diesen Erstarrungen, in denen sie drinstecken. Und wäre es nur für einen kleinen Spalt breit Freiheit? Und wäre es nur für einen kleinen Spalt breit Würde? Komm runter von deinem Baum, du Zöllner, mit dem keiner spricht. Ich will mit dir essen. Und wäre es nur für einen Augenblick? Diesen Freiraum, glaube ich, findet jede und jeder von uns. Ich glaube, wir sind eingeladen, in unserem Glauben danach zu suchen, an welchen Gefangenheiten wir an unseren Seelen vielleicht weiterkommen können. Diese Verkörperung von Freiheit, die Jesus Christus, der Sohn Gottes, für mich ist, finde ich, das ist der letzte Gedanke, auch bei einem Juden wieder, der in der jüngeren Vergangenheit gelebt hat. In anderer Form natürlich, aber eindrucksvoll ausgearbeitet in dem Werk von Viktor Frankl, dem jüdischen Psychotherapeuten, der selbst das Konzentrationslager erlebt und überlebt hat. Und sein Grundgedanke, der ihn durch diese schwerste Zeit getragen hat, war: Ich finde noch ein Quäntchen Sinn in meinem Leben. Ich habe noch ein bisschen Hoffnung, um weiterzumachen und um nicht nur einfach so zu überleben, sondern dann wieder in Würde leben zu können. Die Aussicht darauf hat ihn durch diese Zeit getragen, wie ein Adler seine Jungen trägt. Also, liebe Gemeinde, ob es bei Ihnen und euch in jedem Einzelfall, in jeder Lebenssituation, in jeder Biografie gerade Änderungsbedarf gibt, von dem Überlebensmodus hin zum Leben, vom Gefangensein hin zur Freiheit. Und wie das dann gelingen kann, das wissen Sie, wisst ihr am allerbesten selbst. Das eine aber, glaube ich, fest. In unserem Glauben besteht eben die Einladung, diese Fundamentalerfahrung der Befreiung schon des Volkes Israel zu einem Maßstab für unser eigenes Leben und für unsere Welt zu machen. Auf eine pathetische Kurzformel gebracht: Überlebe nicht, lebe. Amen.